Heute geht es um einen echten Bestseller. Das Galaxy A15 5G ist Samsungs wichtigstes Gerät in diesem Jahr, also im Jahr 2024, in der 150-Euro-Klasse. Warum ausgerechnet dieses günstige Teil nicht nur wegen 5G eine der Überraschungen im Testlabor war, das erklären wir jetzt im Video. Schauen wir uns mal das Design an. Wenn man jetzt erstmal nur die Maße von vorne nimmt, dann drängt sich eine erstaunliche Analogie auf, nämlich die Maße sind fast identisch mit dem des Apple iPhone 15 Pro Max. Wenn man da ein bisschen näher rangeht, dann sieht man schon die Unterschiede. Es gibt hier natürlich kein Titan. Hier ist nur billigstes Kunststoff verbaut und das sieht man auch. Das Gehäuse ist kantig, sogar vielleicht ähnlich wie so ein iPhone und ähnlich auch wie die anderen A-Serie-Modelle. Das Display ist aber ein bisschen kleiner, 6,5 Zoll, also das A35, A55 sind ja ein Tick größer, 6,6 Zoll und das günstige, noch günstigere A05S hat 6,7 Zoll. Wenig wertig wirkt auch so der Rahmen, der ist noch recht dick und es gibt tatsächlich auch noch eine Notch, also eine Einbuchtung oben im Display, wo dann die Frontkamera untergebracht ist. Also insofern solides Design, aber es wirkt jetzt nicht besonders edel und ja, so wie man es vom Preis erwartet. Wir haben uns im Labor natürlich genauer angeschaut, wie gut das Display ist, weil das ist oft ja ein ganz schön schwieriges Kapitel bei den günstigen Smartphones aus zwei Gründen. Einmal findet man in der Preisklasse bei Samsung selten OLED-Displays und bisher waren die Displays also auch so dunkel, dass man eigentlich sich damit kaum aus dem Haus trauen durfte, zumindest wenn die Sonne schien. Das ist in diesem Jahr anders und das ist für mich tatsächlich eine große Überraschung. Das Galaxy A15 5G hat ein OLED-Display mit einem entsprechend sehr knackigen, guten Kontrast. Es ist auch sehr scharf, 400 ppi, also Full HD Plus Auflösung. Auch in der Preisklasse nicht immer selbstverständlich, gerade bei so Markenherstellern. Und eben auch im Display-Test lag es deutlich über 1000 Candela. Über 1100 Candela sogar. Das sind mehr als das Doppelte vom Vorgänger A14, der bei Aldi zum Beispiel auch so oft, sehr oft im Jahr 2023 gehandelt wurde und auch doppelt so hell wie beim A05S, was ja auch ein recht beliebtes, günstiges Samsung-Smartphone ist. Da kam das Labone auf 499 Candela. Also OLED das und ein helles OLED zudem, das ist ein echter Kracher in der Preisklasse. Trotzdem wirkt es jetzt das Display nicht ganz so wertig wie zum Beispiel ein A35 oder A55 oder ein Gerät der S-Klasse, weil die Display-Oberfläche, also das Schutzglas über dem Display, das spiegelt doch deutlicher, das ist nicht so eng auf dem eigentlichen Display laminiert. Entsprechend spiegelt das und dadurch wird dann trotz des eigentlich hohen Kontrasts, manchmal wenn das Licht schräg einfällt und man schräg drauf guckt, wird das Ganze dann doch ein bisschen fahler, als man eigentlich bei OLED denken würde. Trotzdem für die Preisklasse eine richtig starke Leistung. Ja, in Sachen Tempo gucken wir uns erstmal das Internet an. Ein großer Pluspunkt ist natürlich 5G in der Preisklasse um 150 Euro. WLAN ist mit Wi-Fi 5 auch ganz okay eigentlich, ist zwar nur ein Antennenstream verbaut, aber das ist durchaus ordentlich, dürfte den meisten reichen, vor allem für die Anwendungen bei dem Gerät. Die Wi-Fi 6 Klasse kriegt man erst beim A35 oder höher und Wi-Fi 7 dann erst, wenn überhaupt, in der S-Serie. Jetzt schauen wir uns das Arbeitstempo und Bedientempo an. Das ist oft eine Sache, die einem bei den günstigen Handys zum Wahnsinn treibt. Hier ist jetzt ein MediaTek Dimensity 6100 Plus Chip verbaut, also ein chinesischer Prozessor. Der ist ein bisschen schneller als beim Vorgänger, also ist okay. Aber mir selbst würde jetzt ein Gerät dieser Leistungsklasse da nicht Spaß machen. Wem es aber nichts ausmacht, ein bisschen zu warten, bis so eine App gestartet ist und wenn ein Menü mal ein bisschen langsamer reagiert, der wird damit klarkommen. Also für so Standardanwendungen ist das jetzt durchaus kein Problem.
Interessant ist, dass Samsung eigentlich bei allen A-Serie-Modellen des Jahrgangs 2024 einen 50-Megapixel-Sensor verbaut in der Hauptkamera. Insofern könnte man denken, dass die Bildqualität bei allen gleich ist, aber dem ist nicht so, denn trotz der nominell gleichen Auflösung sind die Sensoren unterschiedlich gut und auch unterschiedlich groß. Das heißt, die billigeren Geräte haben kleinere Sensoren, wo weniger Licht eingefangen werden kann. Entsprechend ist es so, dass die Hauptkamera bei gutem Tageslicht tatsächlich doch sehr passable Fotos macht. Also ich glaube, da werden die wenigsten für so Alltagsschnappschüsse irgendwas zu meckern haben. Wenn da ein bisschen weniger Licht kommt, dann sind die Ergebnisse aber nicht mehr zufriedenstellend und beim Zoom ohnehin nicht. Selfies fand ich jetzt auch nicht besonders toll, ehrlich gesagt. Und richtig schlecht wird es eigentlich bei Videos, weil da ruckelt und wackelt es. Auf dem Datenblatt sieht man da vielleicht ein bisschen was von, weil kein 4K möglich ist. Aber 4K ist vielleicht für viele eh egal. Trotzdem ist es einfach zu ruckelig. Also wer Videos machen will mit einem günstigen Samsung, der sollte schon Galaxy A35 oder A55 nehmen. Akkulaufzeit, das war früher immer ein sehr umstrittenes Thema, also wo viele Leute gesagt haben, mein Handy hat einfach zu wenig Akku. Das ist ein bisschen besser geworden. Die Laufzeit ist doch ein bisschen besser, auch die Effizienz der Prozessoren. Auch wie viele Geräte hat auch das A15 5G einen 5000 mAh Akku. Und in diesem Jahr ist aber interessant zu sehen, dass sich die Verhältnisse umgekehrt haben. Noch vor einigen Jahren war es so, dass die Top-Smartphones der S-Klasse, die waren richtig schnell, aber auch entsprechend schnell leer mit ihrer hohen Prozessorleistung. Jetzt ist es so, dass die Prozessoren der Spitzenmodelle, die sind so effektiv geworden und diese ganze Anpassung der Leistung, die ist so gut, dass da eine richtig hohe Laufzeit rauskommt. Und jetzt hier das A15 kommt nur auf etwas mehr als 10 Stunden und das Galaxy S24 schafft da hier einige Stunden mehr im Test bei uns. Und insofern, ich glaube, für das, was jetzt jemand mit dem A15 5G macht, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass da Leute jetzt klagen über die Akkulaufzeit. Das wird auf jeden Fall einen Tag ausreichen, weil die gut 10 Stunden, die haben wir ja im Dauerbetrieb gemessen, wo immer wieder so ein Roboter Anwendungen ausführt. Also das sollte reichen. Das Laden ist nach wie vor sehr langsam bei Samsung. Netzteil wird jetzt auch nicht mehr beigelegt. Also USB-C, Netzteil. Viele haben natürlich eh eins rumliegen. Wenn man eins kaufen will, sollte man vielleicht zusehen, dass das mindestens 25 Watt schafft. Damit dauert es dann etwa 100 Minuten, das einmal vollzuladen. Ja, nach 15 Minuten hat man immerhin den Akku auch so rund ein Viertel gefüllt. Also nach älteren Maßstäben gilt das als Schnellladen und für viele reicht es vielleicht. Aber die Benchmark liegt natürlich bei höheren Ladegeschwindigkeiten. Trotzdem wird das wahrscheinlich für die meisten Leute reichen. So eine Bemerkung noch am Rande. Drahtloses Laden gibt es nicht. Das erwartet, glaube ich, beim Gerät dieser Preisklasse auch niemand. Ja, also Power-User werden sicher mit dem A15 5G nicht zufrieden sein. Dafür ist einfach das Arbeitstempo zu langsam. Das Design ist nicht super. Und ja, auch die Kamera-Performance, wenn man jetzt aus Idealbedingungen sich heraus bewegt, ist nicht gut. Trotzdem ist es für mich wirklich die Überraschung von Samsung bisher in diesem Jahr, weil es eben erstmals in der Preisklasse Samsung gelungen ist, ein Galaxy Smartphone rauszubringen mit OLED, mit 5G, was im Gesamtergebnis dann auf tatsächlich eine Note gut rauskommt im Test. Und das schafft wirklich nicht jeder in der Preisklasse.